Buch. Entschuldigung, ich wollte dich angucken. Richtung Südwest. Also da oben. Diese Köpfe kenne ich aber auch noch aus der Final Fantasy Reihe. Zumindest in Teil 12 gab es solche. Sie sahen nur ein bisschen anders aus. Die hatten, glaube ich, auf zwei Seiten Gesichter. Ich glaube, das eine hatte damals Blitz gemacht und das andere hatte damals Dunkelschaden gemacht. Richtung Westen. Ja, Mensch, rein theoretisch haben wir bald alle. Frage ist halt wirklich im Norden. Da oben ist es. Die letzten zwei tun wir wahrscheinlich erst zum Schluss da oben. Vermute ich einfach mal. Fast alle Windäderquellen, ey. Ja, das andere ist da oben. Oder da ganz unten. Das kann auch sein. Südost, das da runter geht. Aber das gucken wir, wenn wir Richtung der Quester gehen. Da müssen wir jetzt mal wieder hin. Wenn wir das wirklich vollständig kriegen würden, das wäre das cool. Yep, es ist da unten. Das letzte kriegen wir trotzdem erst mit der letzten Quest hier. Schade. Wäre so cool, vor allem wie früh wir dann hätten fliegen können. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt gegen einen Felsen reiten. Und vor allem eigentlich wollte ich das hier noch gar nicht erkunden, ne? Da ist es. Gefunden. So, weil mich das nicht eh angegriffen hätte. Darf ich jetzt lieber als erstes ein.
Windätherquelle, Teilchen. So. Dann fehlen jetzt nur noch die von den Quests. Dem da sollte ich vielleicht etwas ausweichen. Sterben möchte ich nur nicht. Also hier gibt's ja keine mehr. Wir da. Bitteschön. Ist aber immer noch nicht Questende. Mich raten, ich muss tauchen. Ja, ich muss tauchen. Wasserpest. Das ist aber eine riesige Wasserpest. Wir einmal wieder auf. Jetzt haben wir bald alle Pferde durch. Haben wir besorgt. So, und nun können wir wieder zurück. Jetzt fehlt uns nur noch eine. Eine. So, warte mal. So. Da ich ein Großfederchen. Bitte sehr. Einmal Windätherquelle für dich. Für mich. Ich glaube, das sind die Glühwürmchen, die da so leuchten, oder? Oder der Fluss steht der Strahlung. Und abschließen.
Oh Gott, es fehlt echt nur noch eine einzige. So, ich bin so vor dem Weg nach dahin zu laufen. Wir machen uns es einfach einfach. Einfach, einfach, einfach ist. Gut, jetzt wollen wir uns auch nicht mehr um die Windätherquellen kümmern. Die andere kriegen wir dann quasi automatisch. Schätze ich. Was glotzt ihr so? Bewegung, Bewegung! Stellt euch in eine Reihe auf, sofort! Schon besser. Das ist aber keine Reihe. Wichtiges zu verkünden. Hört gut zu. Isari wurde von Piraten der Konföderation angegriffen. Ein Verbrechen, das umgehend bestraft werden muss. Zu diesem Zweck werden die in Doma stationierten Truppen mobilisiert. Da ihr dem Kaiser die Treue geschworen habt, werdet ihr euch an der Bestrafung beteiligen. Nett. Macht euch nicht gleich in die Hosen. Niemand hat vor, euch in die erste Reihe zu stellen. Die Personen, die ich jetzt auswähle, kommen mit uns und unterstützen die Logistik. Wenn ihr euch nicht zu blöd anstellt, seid ihr bald wieder zu Hause. Du da, tritt vor. Also quasi das ist alle. Eine Schikane. Sie wollen junge Leute, die mit der Konföderation sympathisieren könnten, unter Beobachtung stellen. So, und du noch. Das reicht fürs Erste. Mach dir keine Sorgen, ich bin bald wieder da. Sei ein braves Mädchen. Ich kenne die Stimme irgendwoher. Fragt mich nicht, woher, gut, aber irgendwie... Das war's. Abmarsch! Kommt mir bloß nicht auf dumme Gedanken, sonst ergeht es euch wie der Konföderation. Wir werden den Kerlen eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Ach, wie ich die Galea hasse. Wir müssen die Bauern retten, bevor ihnen etwas zustößt. Ja, wir können nicht einfach zusehen. Aber ich fürchte, in anderen Dörfern werden auch junge Leute zwangsrekrutiert. Wir sollten herausfinden, wo sie hingebracht werden. Ich werde ihnen folgen. Aber falls sie mich erwischen, wird es brenzlig. Willst du mir helfen? Sie. Ein bisschen? Liese. Kannst du meinen Verbündeten in der Klause der Grimmigen erzählen, was passiert ist? Im Wald? Es kann gut sein, dass ich sie zu Hilfe rufen muss. Ich habe gesagt, ich muss wieder zurück. Hey, ich gehe mit euch. Ist doch klar. Deine Kampfbereitschaft ehrt dich. Aber je mehr wir sind, desto leichter werden wir entdeckt. Bitte, überbring meine Nachricht.
Na gut, aber versprecht mir, mich zu rufen, wenn ihr Hilfe braucht. So. Hauptquest. Ich will die letzten Windinterquelle haben, Leute. Boah, jetzt darf ich da wieder runterrennen. Seid froh, dass ich Reittiere habe. Frage ist nur, wo zeigt das nach oben? Muss jetzt aber nur so hochklettern, oder? Ah, da, okay. Jetzt einfach nur so kleine Hügel. In Hügelchen. Hallo, Jugeri? So. Mit dem Blastrohr so Daten betäuben. Ernsthaft? Nimm den galerischen Soldaten ins Visier, indem du die Kamera bewegst und an dein Ziel heranzoomst. Nimm mit der linken Maus fast einen Betäubungsfall. Ach du grüne Neun. Gott, wissen die eigentlich, wie schlecht ich in sowas bin? Das war Glück. Ganz passabel. Ja, Katze. Krieg ich eigentlich was für die Quest? Also, ja, natürlich krieg ich was für die Quest, aber okay. Nein, krieg ich nicht. Oh. Nochmal. Ich dachte gerade, der winkt einem zu, aber der hat einfach nur so gemacht, ne? War ein Meistertreffer. Da. Bespuckst du Leute mit Papierkügelchen? Nein. Nein. Wie kommst du denn darauf? Es sind Betäubungspfeile, ja? Man achte auf die Feinheiten. Ich glaube, der Boden, der Weg ist nun frei und du kannst zu Jugeri aufschießen. Juhu! Ja, mein Adler, der nicht fliegen kann. Sieht echt cool aus. Oh Gott. Ach, ich bin in zu tiefem Wasser. Okay. Die Kügelchen wurden also vorher irgendwo eingetauscht.
Nein. Wie kommst du denn auf sowas? Blasphemie. Sowas würde ich niemals tun. Außerdem wollten die das so, ja? Habt ihr eben schon wieder was von einem Castrum gelesen? Warte, was? Wo soll ich jetzt hin? Auf? Oh, muss ich jetzt schon wieder? Ach, ja, komm. Einmal. Oh Gott, der ging dann. Das sah aus, als wäre das voll. Ging mir das voll in die Weichteile eben. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich getroffen habe, aber sah so aus. Familienplanung. die kann der gute Herr jetzt vergessen. Würde ich mal so sagen. ich glaube, der kann nicht mehr. Die Person sehe ich hier aber auch überall gerade, ne? Ach ja, da sitze. Unsere Opfer. Also die hier. Bringt die Trauergestellten zu den anderen. Also wirklich. Ja, wir haben den ja. Wir beeilen uns. Befreiung aus Castrum Fluminis. Also der Name ist daneben. Oh, jetzt muss ich wieder zurück. Ich glaube, du bist mittlerweile viel weiter als ich. Echt? Wo bist du denn, Dufte? Sorry, technisch. Ich habe nur die Unterwassergegend da fertig. Also meinst du Rubinsee? Und das hier? Ja, so viel weiter bin ich noch gar nicht. Glaube ich. Na gut. Sind jetzt... Ja, knapp... Knapp 2 Stunden. Gerade noch was Cooles gebaut. Was denn? Was denn? Kleiner Daria, möchte es wissen. Hörchen.
Dann zeige ich dir nachher. Oh je. So. Piepsiger Soldat, strammer Soldat. Ich will mich nicht schon wieder verkleiden. Uniform hat ungefähr deine Größe. Ja. Ich hätte auch die ganz kleine nehmen können. Okay. Ich will mich aber nicht umziehen. Ich will meine Rüstung behalten. Du musst doch sowieso mit denen kämpfen. Habe ich das wirklich oder tun wir nur so? Egal. Wir schauen einfach. Du hast so ganz gar nicht mehr verkleidet, damit dann. Okay. Ist das hier oder? Okay, das ist es. Mikoto-Schuhe. Ja gut, eigentlich sieht das ja gar nicht schlecht aus. Eigentlich. Weiß nicht, haben wir hier auch noch was? Nee. Okay. Die Wachen mit galileischem Gruß grüßen. Aber irgendwas fehlt hier scheinbar noch. Aber was? Den Händen, oder? Ja. Hä, hey, aber es wird immer noch irgendwas. Ja, aber was denn? Das jetzt. Oh. Das Monster da ist scheiße. Geht mich sofort, wenn ich da lang gehe. Okay. So, und noch einmal. Galileischer Gruß. Jetzt wieder zurück. Können die sehen? Nein! Ja, Gruppenmodus, Ben. Und wieder zurück. Alter.
Die haben doch echt Langeweile. Hallöchen. Dann befreien wir euch mal. Hört her, die Wachen sind weg. Jetzt ist die Gelegenheit zur Flucht. Die Wachen sind weg? Was bedeutet das? Habt ihr sie ausgeschaltet? Nein. Okay, das nimmt kein gutes Ende. Wenn wir versuchen zu fliehen, werden sie uns töten. Das tun sie auch, wenn ihr da bleibt. Ihr werdet sterben, wenn ihr hier bleibt. Das muss euch doch klar sein. Wenn ihr schon nicht für eure Freiheit kämpfen wollt, dann flieht wenigstens. Oder wurde selbst der Überlebenswille aus euch herausgeprügelt? Scheinbar. Du hast gut reden. Als Ninja würdest du alles tun, um deinem Herrn zu dienen. Ohne zu zögern erfüllst du deine Pflicht. Wir Bauern aber sind voller Angst und Zweifel. Tag ein, Tag aus ertragen wir die Grausamkeiten des Lebens und sind schon froh, wenn es nicht noch schlimmer kommt. Es mag erbärmlich sein, aber das ist unser Leben. Also maße dir nicht an, für uns zu entscheiden. Hau mich nun hin, gute Nacht zusammen. Okay, schlaf schön frisches. Ich komme gleich. Nach der Szene bin ich oben. Ja, die Jugend von heute kennt kein Benehmen. Bedankt euch zumindest dafür, dass sie sich für uns in Gefahr begeben haben. Guter Mann, wer hat dich so zugerichtet? Ach, es ist nichts, was nicht jeder andere hier auch ertragen musste. Wir schämen uns für unsere Feigheit, können aber doch nichts daran ändern. Mit eurer Entschlossenheit streut ihr nur noch Salz in unsere Wunden. Leute wie euch hatte Hien vor Augen, als er anbot, den Galeanen seinen Kopf zu präsentieren. Gut, ich kann euch verstehen und werde euch nicht länger bedrängen. Nur eines möchte ich noch sagen. Obwohl die Niederlage, die Unterdrückung und die Quälereien schwer zu erdulden sind, seid ihr immerhin am Leben. Und unser Herr könnte es nicht ertragen, wenn ihr dieses Geschenk verschmäht. Deshalb bitte ich euch, egal was passiert, verliert nicht euren Lebenswillen. Diejenigen, die euch unterdrücken, werde ich zur Rechenschaft ziehen, selbst wenn ich dafür mein Leben geben muss. Wenn uns Häscher der Galear einholen, erzählen wir ihnen, dass wir von einer unbekannten Frau zur Flucht überredet wurden. Ist das in Ordnung? Natürlich. Sagt, was ihr sagen müsst, um euch und eure Familien zu schützen. So, Mickey hat sich auch wieder gemeldet. Warum musste es so weit kommen? Ach ja. So, und das lädt sich wieder den Wolf, oder? Ah, ne. Gut.
So, dann sag ich einmal ganz kurz Frischus. Hallo, Miki. Bin dann gleich wieder. Ich stelle mir jetzt gerade nur die Frage, was Miki da gerade im Maul hatte. Ich glaube, manchmal möchte ich das gar nicht so genau wissen. So, ich werde aber einmal kurz das Fenster aufmachen. In der Hoffnung, dass Miki dann da draußen verschwindet. Weil Miki haut ja gerne durchs Fenster ab. Musst du aber... Oh Gott. Jetzt könnte Miki durchs Fenster entkommen. Wenn Miki das möchte. Wenn Miki schlau genug ist. Ich glaube, Miki wäre auch schon lange wieder in seinem Bau, wenn ich das Fenster nicht die letzten Tage zugehabt hätte. So. Ach du grüne Neune. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich auf eins von den beiden Sachen da hinauslaufen. Komm, wir nehmen das zumindest einmal an. Den Decurio am Ziort ablegen. Ich hoffe einfach mal, dass die Questreihe jetzt hier gerade mal nicht ganz so lange dauert. Achso. Dann einmal Vergessenspulver. Dann kommt jetzt wahrscheinlich der andere. Jetzt halt du gerne meine Rüstung wieder. Wäre mir doch ganz lieb. Einmal tragen. Ach, da hinten. Wie um das Vieh drumherum. Komme ich.
Also, du auch einmal vergessen, Pulver. Ich stehe immer mit ihr daneben. Nie mit jemand anderem. Verzeih, dass ich nicht Bescheid gesagt habe. Hast du mich gesucht? Na nein. Das Plätschern des Wassers beruhigt mich. Es gibt mir das Gefühl, sanft hin und her gewiegt zu werden. Vielleicht standen mir die hehren Worte von eben gar nicht zu. Ich stamme nicht einmal aus Doma, sondern aus Suinosato am Grund der Rubinsee. Du kannst da gucken. Ich bin gespannt. Du warst in meinem Heimatdorf und hast sogar meine Eltern getroffen? Ja. Sie sind also wohl auf. Eine bessere Nachricht hättest du mir nicht bringen können. Auf deine Animation gebastelt. Sehr cool. Um meine Heimat auf dem Meeresgrund vor den Galeanen. Jetzt bin ich noch gespannter. Ging ich in das Dorf der Ninja und ließ mich dort ausbilden. Der domanische Widerstand nahm meine Dienste in Anspruch. Und so lernte ich Gosetsu, König Kaien und seinen Sohn Prinz Hien kennen. Mit ihrer aufrechten Lebensweise haben sie mich tief beeindruckt. Ich bin meinem Herrn und Doma treu ergeben. Und trotzdem ist und bleibt meine Heimat natürlich immer ein wichtiger Teil von mir. Ich bete darum, dass meine Familie von Krieg und Unheil verschont bleibt und ein freies, selbstbestimmtes Leben führen kann. Dass ich diesen Wunsch im Herzen trage, habe ich Prinz Hien gestanden. Was glaubst du, hat er geantwortet? Er meinte nur, dass es so richtig wäre. Der Wunsch, meine Heimat zu beschützen, würde auch Doma zugutekommen. Er fühle sich geehrt, mich in seinen Diensten zu haben. Nun braucht Doma meine Hilfe mehr denn je. Und ich will meinen Herrn nicht enttäuschen. Das war auch mein Antrieb, als ich die domanischen Flüchtlinge nach Eosea brachte. Doch nun zu erleben, wie unentschlossen die Domaner sind, ist hart für mich. Gemeinsam schaffen wir das. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, das von dir zu hören. Ich weiß nicht, womit ich deinen Beistand verdient habe, aber ich weiß ihn sehr zu schätzen. Oh. Ein galeisches Schlachtschiff? Es fliegt in Richtung der Burg Doma. Vielleicht ist etwas vorgefallen. Schnell, zurück zu den anderen.
Also böse gucken kann ich. Das klappt ganz gut. Okay, da kann ich noch nicht hin. Ich kann da einmal hin. Ich muss einmal ganz kurz. Gut. Es ist eindeutig zu warm. Eindeutig. Wobei ich so ein bisschen Schiss habe, dass mir die Maus jetzt hier auf dem Fuß rumkrabbeln könnte. Achso, oder? Hallo Katze. War das hier? Ich glaube, das war hier. Ja. Und ich glaube richtig. Regenbogental. Einen Regenbogen habe ich bisher noch nicht gesehen. Hallo, Yugiri. Sind die Bauern aus Namai in Sicherheit? Ja, wir haben sie befreit. Ebenso wie einige Bewohner aus anderen Dörfern. Die Gefahr ist dadurch nicht ganz aus der Welt, aber immerhin. Gosetsu, wir haben ein Luftschiff der Galea gesehen. Weißt du etwas darüber? Ja, es war zweifellos auf dem Weg zur Burg Doma. Und an Bord war kein geringerer als Prinz Zenos höchstpersönlich. Ich hab's befürchtet. Der Vorfall in Alamigo dürfte den galäischen Generälen klargemacht haben, dass auch in anderen Provinzen Widerstandsgruppen existieren. Doma wird zwar von Yotsuyu als Statthalterin verwaltet, untersteht aber eigentlich Zenos. Bestimmt will er sich selbst ein Bild von der Lage in seinem Herrschaftsgebiet machen. Zenos in Doma. Das ist die Gelegenheit, ihn endlich zu erledigen. Und wie? Ohne Leute? Yugiri, nicht so voreilig. Wir standen ihm in Gyu Abania gegenüber. Wir haben gesehen, wozu er fähig ist. Das stimmt. Selbst mit der ganzen Kraft unseres Bundes und der Unterstützung der Widerstandskämpfer und eines so starken Kriegers wie Rauban konnten wir ihn nicht besiegen. Für den Versuch haben viele mit dem Leben bezahlt. Ach, lief wieder. Wir haben es überlebt und seither vielleicht dazugelernt. Aber bevor wir ihn ein zweites Mal herausfordern, sollten wir uns einen guten Plan überlegen. Wir wissen, wie stark er ist. Selbst meisterhafte Schwertkämpfer erscheinen gegen ihn wie blutige Anfänger. Im offenen Kampf ist er kaum zu schlagen. Bei dem letzten Aufstand gab es keine Gelegenheit dazu. Aber wenn ich diesmal mein ganzes Können als Ninja aufbiete, gelingt mir vielleicht ein Attentat. Und ihr müsst mir die Gelegenheit dazu verschaffen. Oh oh. Yugiri, wenn es nur um eine persönliche Rache ginge, würde ich dich nicht aufhalten. Ich habe auch noch eine Rechnung mit Zenos offen. Aber uns muss klar sein, dass die Entscheidung, die Waffen gegen den Thronfolger von Garlemald zu erheben, großen Einfluss auf Domas Zukunft haben wird. Eine solche Entscheidung können wir nicht gegen den Willen unseres Herrn fällen. Weil das Volk des Kämpfens überdrüssig ist, sollen wir die Waffen niederlegen? Sollen wir uns diese einmalige Gelegenheit entgehen lassen? Willst du, dass Hirn wirklich seinen Kopf verliert?
Selbst wenn dein Attentat auf Xenos gelingen sollte, wäre es nur ein kurzfristiger Sieg. Die Galea würden neue Truppen schicken, um Xenos Tod zu rächen. Wie willst du dann unser Volk beschützen? Überschätze dich nicht. Vielleicht überschätze ich mich, aber ich will weder das Leben unseres Herrn noch die Zukunft unseres Landes verspielen. Warte, Yugiri. Und was jetzt? Jetzt spielen wir Lotto. Gute Idee? Nein? Dann nicht. Dann heute nicht. Dann wird kein Lotto gespielt. Okay. So. Nitriten habt ihr immer noch nicht, ne? Nee. Was gibt's denn da diesmal Schönes? Das ist ja noch ganz passabel. Ja, gut. So. Gut. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich eher Richtung Innis gehen. Das hier nehme ich noch einmal kurz an. Damit ich weiß, wo es als nächstes hingeht. Zieh mich einmal kurz nach Gridania zurück. So. Aber ich glaube, wir haben storytechnisch ganz gut was geschafft. So, dass wir uns jetzt ein bisschen auf die Instanzen konzentrieren können. So, das mache ich einmal so. Dann. Das haben wir so. So. Okay. Also, jetzt muss ich aber kurz den Sound wieder anmachen. Ich hab mir da nämlich mal was angeguckt gerade. Oh Gott, ist das voll hier. Wobei, na, es geht. Es geht. Das geht, oder? Ja, mega. Voll cool. Also hast du echt gut gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Oh Gott. So, ich will jetzt einmal kurz gucken. Ob ich waffentechnisch irgendwas umändern kann. Wenn uns das Spiel lässt. Wenn nicht, dann wahrscheinlich eher weniger. Guck mal kurz. Okay. Nee, das ist nicht. Okay, nee, leider nicht. Ich glaube, die ganz coolen Sachen kommen dann erst danach, ne? Beim Baden möchte ich einmal kurz gucken. Aber, nein. Nein, wirklich nicht. Das ist enttäuschend. Ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwie so einen Bogen finden, der leuchtet. Mal wieder. Aber leider. Ich bin das gerade nicht vergönnt. Ich weiß, ich könnte das einmal darüber dingseln, aber.
Nee. So. Dann sehen wir uns einmal wieder hier auf den wunderbaren Platz. So, nochmal nach Tränken gucken können.